Hallo Leute, hier ist der Schutzmann. Ja, der liebe Reini und ich waren unterwegs. Reini hat auf den niedrigen Stufen überall noch ein paar Schneeflocken drauf oder die sogenannten Schneeflocken. Und dann sagte ich mir, hat er mich gefragt, zum Feierabend, Mensch, wollen wir noch mal ein paar Runden Sechser fahren? Und dann denke ich mir, ja, ist okay. Und dabei ist diese Runde hier rausgekommen. 4 DDs plus CV, beste Matchup für ein Schlachtschiff. Wird jetzt noch ein U-Boot fehlen. Dann wäre das ganze Ding perfekt. Unser Glücksfall war halt, dass wir in der Mitte gestanden sind. Ja, Prinz Adolf Friedrich war mal free to play zu erspielen, wenn ich mich recht erinnere. Ich will jetzt aber keinen Quatsch erzählen. Ja, hast die Erste Weltkrieg, 350 mm Kaliber drauf, 28. Die Bayern ist von der Panzerung her und von den Geschützen her besser. Ich meine, die Bayern hatte 380 mm. Und die Geschütze von der Bayern sind auch viel besser. Aber das hier, die Prinz Adolf Friedrich, ist einfach ein lustiges Secondary-Schiff. U-Boot-Schlacht 8 Kilometer, das sehr gut auf der Tierstufe für ein, wie heißt unser DD? Ergo-Badewanne. Also, manche Leute haben auch Namen, da kannst du dir auch nicht ausdenken. Ergo-Badewanne. Sehr schön. Naja, also, ihr habt sehr gute Secondary. Es gibt ja diesen Schlachtkreuzer, Hashtag Schlachtschiffbaum der Deutschen. Und da hast du halt 150er und 88 mm, aber hier hast du 105er und 150er. Die Secondary von der Prinz Adolf Friedrich ist wirklich gut. Natürlich ist hier Günni drauf, wie ihr sehen könnt an der Fahne. Die Tankiness von dem Schiff ist okay. Hat eine sehr dünne Nase, das gute Stück hier. Das wissen natürlich viele, weil es ein ziemlich altes Premium-Schiff ist. Aber ansonsten ist die Panzerung eigentlich ganz stabil von der Prinz Adolf Friedrich. Sie hat halt nicht viel Leben. Das stimmt. Aber trotzdem macht sie Spaß. Aber wie gesagt, die 350er sind manchmal sehr zickig. Wie auf der Anhalt. Ich glaube, die Anhalt hat das noch. Ist auch Premium-Schiff. Mit Monster viel Türmen. Oh, da war fast 7. Das ist ja völlig okay. Die Anhalt, also ich mag die Anhalt. Ja, sie ist irgendwie wie so ein Stück Styropor im Wasser. Aber die ist gut gepanzert. Da prallt auch mal eine Menge ab, wegen den ganzen Türmen, die das Ding hat. Und wenn du dicht dran wissen. Oh, ne? Ist die ganze Seife daneben gegangen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Also wirklich. ja, das ist aber so der Klassiker von den 350ern. Das habe ich mit der Anhalt auch oft und mit der Prinz Adolf Friedrich auch. Das ist, umso dichter du kommst, umso ungenauer wird, das hat man manchmal das Gefühl. Aber macht nichts. Ich habe auch, wie gesagt, Günni hier drauf und die Friedrich komplett auf Secondary ausgebaut. Das ist vielleicht nicht ganz doll für ein Schiff, was schlechte Reparatureigenschaften hat. Die Ergo-Badewanne wurde beschossen. Delfinger kommt. Ja. Delfinger ist auch ein schönes Schlachtschiff. Stufe 5 ist jetzt nicht OP, aber schön schnell. Kannst schön Flanken wechseln, schön Stress machen. Delfinger würde ich nicht auf Secondary bauen, sondern eher auf Survive. Dann kannst du richtig Stress machen mit dem Ding. So, wollen wir mal gucken. Ja, wir kommen ja langsam in Secondary-Reichweite. Die Fahrergurt da hinten macht richtig Stress. Wir sind auch gut aufgeteilt hier. Ich muss mal gucken. Also die Nürnberg, das geht mir auf den Sack. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Nürnberg ist eher ein Einzelkämpfer, sage ich schon. Hier sind Inselkämpfer, meine ich, wollte ich sagen. Open Water kann schnell bestraft werden. Ja, siehst du. Das meine ich. 4 Durchschläge, ein Zitertreffer. Also wie gesagt, wenn ihr Nürnberg oder Königsberg spielt, dann müsst ihr aufpassen. Oder Leipzig jetzt, das ist ja neu. Oh Leute, da habe ich Runden hingelegt, ey. Ich probiere die Leipzig gerade wie verrückt. Ich habe schon eine 300k-Runde in Unternehmen, also ich habe alles mal ausprobiert. Koop-Gefechte, Unternehmen, Random. Random habe ich zwar jetzt viel gewonnen, aber da war jetzt noch nichts Dolles mit dabei.
Ich muss sagen, morgen habe ich die Runde, wo ich im Unternehmen unterwegs war, erstmal 300.000 gemacht habe. Also, keine Ahnung. Also, ich bin da noch nicht so von überzeugt, ob die Leipzig wirklich so reingekommen ist. Also, ich weiß nicht, ob die Schifftester da Weihnachtsfeier nachgeholt haben oder so. Also, ich finde die Leipzig total OP. Also, es ist wirklich. Krasser Kreuzer. Du bist einfach, ist zwar eine etwas aufgebohrte Königsberg, ne, ist eine Königsberg 5.5, die ein bisschen mehr HP hat, aber wie gesagt, naja, aber das werde ich euch dann nochmal in dem Leipzig-Video packen. Ja. Reini und ich haben hier geschnackt, wir wollten jetzt erstmal Onkel Gneisenau rausnehmen hier, da wahrscheinlich die Gneisenau erst hochfährt, wenn er 50.000 Schaden hat. Ich muss mal gucken, nee, ich warte mit dem Reload. Ich benutze das für die Gneisenau. Ranma ist da hinten, Repulse. Repulse hat echt gut reagiert, muss man wirklich sagen, der Repulse-Spieler. So, ich muss mal. Schön und. Naja, 9. Das wird aber. Ich stehe so ungünstig. Ja, die 380er. Au, 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 au. Zum Glück haben noch nicht mal alle getroffen. Ne? Ja, der Repulse-Spieler drüben hat das echt gut gemacht. Marfuck. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, was man sagt. Ne? ja, also ich spreche jetzt einfach mal so aus. Marfuck. Ob das nun richtig ist oder nicht, keine Ahnung. Oh, Close Combat. Ja, sehr schön. Ich muss Reini helfen. Reini ist nämlich jetzt irgendwie in einer schwierigen Situation. Die Nürnberg. Ärgert nämlich Reini. Die De Grasse ist ja auch ein leichter Kreuzer mit 152 mm ganz. Also, falls ihr nochmal einen lustigen 6er Kreuzer sucht, De Grasse ist ein schöner Inselkreuzer. Den kann man auch noch sehr gut empfehlen. Typische so Franzosen-HE, wenn ihr da Philipp drauf habt. Und könnt ihr richtig Stress mitmachen. So, Nürnberg. Dreht ein, schießt aber weiter auf Reini. Reini brennt. Oh, hat schön in die Nase getroffen. Die deutsche HE kann das ja nämlich gut pennen. Ja. Da kommt aber jetzt noch eine Salve an und zack, die hat voll getroffen. Oh. Nürnberg hat einen Kratzi abbekommen. Ja, Mafa kommt hier. Der hat das, also wie gesagt, hat das wirklich gut gemacht, aber der ist natürlich jetzt, wenn du im Fokus bist, dann kannst du dich hindrehen, wo du willst. Dann wirst du einfach rausgenommen, ne? Das war nochmal 3-6. Ich versuche mal, da hat er sich ein bisschen verzielt hier. Meine Secondary schießt schön drüber. Die 150er ist wirklich angenehm. Von der Prinz Eitel Friedrich. Bis jetzt habe ich Glück gehabt. Der CV hatte irgendwie nicht so recht Lust auf uns. Weil Reini und ich hatten ja vor, einfach jetzt hier mal so durch die Mitte zu drücken. Um ein bisschen Stress aufzubauen hier, damit die Caps nicht wieder zurückgeholt werden. Eieiei. Und oh, wieder daneben. Och, der arme Kerl. Er macht das eigentlich ganz gut hier. Aber ist so der Klassiker. Er winkelt sich jetzt wieder schön an. Keine Ahnung, ob der Typ das wusste. Aber jetzt hier 7,5 Kilometer. Kein Treffer. Gut gezielt. Ach, es ist ja immer dasselbe. Ey. Aber wie gesagt, der Typ, da ist die Furious. Ich glaube, jetzt hat er mich auch erkannt hier, der CV. Und 12.12.12.2017. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ich versuche jetzt erstmal die Repulse runterzunehmen. Ich genieße schön hier meine Secondary Action. Bin noch ein bisschen voll, habe noch 3 Heals am Start. Ja, Rone 44, ja, Blackbird 941, das war auch ein guter. Der wurde auch sogar nochmal gelobt von uns, also das war richtig. Guck mal, schade, dass Reini draußen ist, den hätte ich jetzt echt gut gebrauchen können. Oh, ich bin hier am Brennen, da ist noch eine Danke. So, jetzt denke ich mir, alles klar, 5-5 oder 5-3, was es da war, ja, 5 hat er noch, jetzt versuche ich mich schon mal anzuwinkeln, warte noch,
bis ich nachgeladen habe. Bitte nicht brennen. Ich brenne natürlich. So, Günni triggert. Jetzt geht es hier ein bisschen ab mit den Secondaries. So, und jetzt sagte ich mir, alles klar, aber die Prinz Alde Friedrich Steuerung hat diesmal Gnade mit mir gehabt. Hab aber natürlich noch mal was bekommen. Jetzt ist natürlich hier auch jetzt der CV direkt vor der Nase. Ramba, Eintracht und Danker. Oh. Und DD kommt auch langsam in meine Richtung. Hoffentlich. Und jetzt habe ich gepennt. Hier, CV kommt. Ich habe mich auf die Danker konzentriert und auf die Ramba. Und habe ich einfach zu spät... Ja, hätte ich viel früher abbremsen und einlenken müssen. Ich nehme beide Torpedos mit. Langsam wurde das nämlich auch hektisch hier vorne. War so viele Ziele, dass man gar nicht mehr weiß, wo man was machen wollte. Was man machen sollte. Und ich habe mich jetzt aber entschieden, boah, nee, Digi, du nervst mich hier schon die ganze Zeit. Fahrergut hat die Agatsuki rausgenommen, wie das funktioniert hat. Ich will nicht schon wieder brennen, aber meine... Secondary arbeitet. Der CV muss weg. Vor mir ist noch die Ramba mit Torpedos. Und das wird der Klassiker, ne? Also Ramba hat mich getorbt, wie man das gleich sieht. Und der CV denkt sich, oh nö, komm, ich greife den jetzt mal an. Also wechsle ich den Kurs, um natürlich den Beschuss auszugehen. Und jetzt hat die Ramba daneben getorbt. Die Eintracht hat da neben geschmissen ihren Luftschlag und so bin ich halt glücklich davon gekommen. Aber der Ramba-Spieler hatte auch irgendwie einen anderen Auftrag, wie man gleich sehen kann. Der hat viel zu früh geworfen. Oh, ich habe Doppelbrand. Natürlich habe ich jetzt Doppelbrand, also. So, ja. Krake freigelassen. Meine Secondary ballert. Schade, dass da nicht noch mal einer jetzt hier drauf geschossen hat. Meine Secondary schießt. Ich bin am Brennen. 2000, 1900 noch. Ach, ist leider verschwunden. Ich schieß noch mal. Und? Nein. Ah, schade. Aber 145.000 Schaden. 5 zieht das. 1,5 Millionen. Fast 200 Secondary-Treffer mit der Prinz Alde Friedrich. Puh, 14 Flugzeuge. Wow. 5 Kills. Ja, wie gesagt, Blackbird, mega nice gespielt. Kann man nichts zu sagen. Also, aber die Roney ist auch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Prinz. Okay, Roney ist ja auch ein höher. Aber war eine schöne Runde, dachten wir. Schade, dass Reini schon so früh rausgenommen ist. Ich spiele den Prinz Alde Friedrich sehr gerne, aber natürlich auch nicht mehr so häufig. Und wenn du dann mal so eine Runde hier hast, macht das ziemlich Spaß. So, jetzt muss nur noch die Gefechtsauswertung funktionieren. Ja, wie gesagt, nächstes Video wird mal Leipzig. Da habe ich eine richtig krasse Runde in Unternehmen hingepackt. Oh, funktioniert sogar. Ja, da waren fast 600.000 brutto. Waren das für Base XP? 2300, sehr schön. Ja, Blackbird, danke nochmal hier, zack. Und Repulse, Mafak, ja, du hattest gut gespielt, Pech gehabt. Du wurdest gefokust, ne? Also, gut, was war das netto? Ja, 566.000. Läuft ganz gut. Ja, ja, Leute, wie gesagt, habt ihr die Prinz Alde Friedrich? Fahrt ihr die nochmal? Fahrt ihr die auf Meme-Bild, also Full-Sec? Oder habt ihr das? Oder sind euch solche Art Schiffe egal? Keine Ahnung. Also ich spiele, wie gesagt, die Prinz Alde Friedrich, wenn ich sie spiele, nochmal ganz gerne. Und nächstes Video ist Kreuzer Leipzig. Und danach kommt nochmal... Scarlet Thunderer in Random oder im Ranked. Ich glaube Random oder Ranked. Muss ich mal sehen. Alles klar. Okay, mach's gut. Ciao.